Hallo, heute erzähle ich dir etwas über Labortests. Also bei mir steht jetzt aktuell eine an. Ich werde zum Arzt gehen. Regelmäßig gehe ich zu meiner Ärztin. Das ist eine Rheumatologin, weil ich habe ja den Morbus Crohn und durch den Morbus Crohn induziert Rheuma bekommen. Und es ist wichtig, diese Werte zu kontrollieren. Erstens war es wichtig, weil ich ja auch Medikamente gespritzt habe. Ich habe Humira gespritzt. Niere und Leberwerte zu bestimmen, dass da nichts passiert. Und ich kann ja durch die vegane Ernährung, bin ich in der glücklichen Lage, dass dieses Humira das Lager da hinten im Kühlschrank hat. Das liegt da ganz gut. Seit 1. April habe ich nicht mehr gespritzt. Wir haben jetzt, muss ich auf meinen Kalender spiegeln, schon fast Ende August. Und ich habe nicht gespritzt. Ja, phänomenales Ergebnis, weil sonst habe ich dieses Mittel wöchentlich spritzen müssen, um einen Zustand zu erreichen, der so einigermaßen okay war. Jedenfalls diese Laborwerte, die jetzt anstehen, die sind sehr umfangreich. Also die zapft mir da ordentlich Blut ab. Das sind immer 4, 5 verschiedene Fläschchen. Da wird ein Blutbild gemacht, dann Leber, Niere und Elektrophorese, dann diese ganzen serologischen Entzündungsparameter, ja, also so Antikörper, Autoantikörper und das sind immer 2 Seiten Laborbefund, was sie macht. Und dann habe ich sie noch überredet, letztes Mal den Vitamin D-Spiegel zu bestimmen, weil ich habe gelesen, dass bei Autoimmunerkrankungen das Vitamin D oft erniedrigt ist. Ja, da muss man die Ärzte darauf hinstoßen, die wissen das nicht. Ja, da könnte ich schon ausflippen. Wenn ich das meiner Ärztin sagen muss, dann muss doch die zu mir sagen, jetzt hören Sie mal zu, Sie müssen das machen lassen, Sie haben eine Autoimmunerkrankung. Also wenn du eine Autoimmunerkrankung hast, lass den Vitamin D-Spiegel checken. Ja, der ist meistens im Keller. Und ein niedriger Vitamin D-Spiegel, der ist nicht förderlich für deine Erkrankung. Der sollte natürlich normal sein. Also habe ich dann mir dieses erbettelt, dass sie dieses da macht. Ja, sie hat es dann auch über die Kasse sogar laufen lassen. Ich musste das nicht bezahlen. Und natürlich kam raus, dass der absolut im Keller ist. Ja, das war so kurz vor wandelnder Leiche, Vitamin D-Spiegel. Ja, also habe ich angefangen, das per Tablette zu supplementieren. Und ich habe die von Vitamineule, diese Vitamin D-Tabletten. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob der auf einem normalen Level ist. Zusätzlich supplementiere ich Vitamin B12. Ich kann das leider nicht über Tabletten zu mir nehmen. B12 ist bei mir auch sehr erniedrigt gewesen, weil ich habe Tabletten genommen und ich kann aber das nicht aufnehmen. Also mein Darm ist stark entzündet gewesen oder ist geschädigt oder es geht nicht. Ich habe eine B12-Mangelanämie. Das ist nachgewiesen. Also mein B12-Spiegel ist tatsächlich im Keller. Ja? Das kommt nicht vom Vegansein. Das höre ich auch immer wieder, alle Veganer haben B12-Mangel. Ich hatte den schon lang, bevor ich Veganer wurde, diesen B12-Mangel. Also das muss ich viele Jahre gehabt haben, weil ich die Symptome hatte. Ja, du hast dann so ein Kribbeln in den Händen, dann hatte ich diese Trigeminusneuralgie, so Nervenbeschwerden sind das, die man da kriegt. Und man kann sich schlecht konzentrieren, das ist wirklich so. Ja, ich merke das auch, wenn der B12 abschwächt. Ich spritze Anfang des Monats. Ich habe da angefangen, immer am 1. zu spritzen. Vielmehr, ich muss zum Arzt gehen, um zu spritzen. Und man merkt das, dass der Spiegel nachlässt. Ja, und deshalb wird sie den B12 machen. Aber sie hat letztes Mal den falschen Test gemacht. Also, wer einen B12-Spiegel bestimmen lässt, der soll darauf achten. Das ist echt wichtig, den richtigen B12 zu machen. Und zwar lässt du machen einen Vitamin B12 Holo-TC-Spiegel heißt das. Das ist viel genauer, weil es gibt einen Serum-B12-Test und dieser Serum-B12-Test, der misst verschiedene B12, auch inaktive, die in deinem Körper sind und auch B12-ähnliche Stoffe. Also das ist sehr ungenau. Und dieser Holo-TC-B12-Spiegel, der misst halt explizit das aktive B12, das du auch dann zuführst. Ich weiß gar nicht genau, wie mein Mittel heißt. Ich war jetzt schon überall, also dieses, dass ich spritze, ich wollte euch das zeigen, aber das mache ich ein anderes Mal. Ich werde jetzt den Arzt überreden, dass ich das selber spritze, weil mir das auf den Senkel geht, dass entweder bin ich im Urlaub, dann verschiebt sich der Termin
Oder dann ist der im Urlaub, dann verschiebt sich das immer nach hinten. Also eigentlich sollte ich alle 4 Wochen spritzen, aber es werden dann doch mal 5 oder 6, weil es terminlich nicht passt. Und deshalb gehe ich nächstes Mal hin, lass mir das zeigen. Also ich spritze ja auch Humira. Es ist nicht viel anders, sich B12 zu spritzen. Spritzt man auch subkutan, kann man das spritzen. Also du kannst es ja in Muskel spritzen und die hat mir das immer im Muskel, also im Po gespritzt, ja. Und ich dachte, na, das kriege ich schlecht hin. Aber sie meinte, das wäre keine Differenz. Man kann es auch subkutan spritzen und das traue ich mir zu. Also werde ich das machen. Ja, und ihr könnt mir die Daumen drücken. Ich warte dann bestimmt 2, 3 Wochen auf diese Laborwerte und wenn die da sind, mache ein Video dazu. Ja, ich erzähle euch das, was da rauskam und ich denke nicht, dass irgendeine Entzündungsaktivität höheren Grades da rauskommen wird, weil dafür geht es mir einfach zu gut. Ich merke das. Ja. Ich habe also auch meine Humira-Spritzerei mit ihr abgesprochen, letztes Mal, wie ich dort war. Hat sie gemeint, wenn ich Beschwerden bekomme, ich würde das merken, ja? Also ich habe das ja hauptsächlich an den Handgelenken. Wenn ich Beschwerden bekomme, soll ich spritzen. Und sie rät mir, alle 4 Wochen zu spritzen. Das habe ich aber nicht gemacht, ja? Weil ich hatte keine Beschwerden. Ich spritze mir nicht umsonst so ein starkes Medikament, wie es da im Kühlschrank liegt, mit Nebenwirkung der Tod, wenn ich nichts habe. Es geht mir zu gut für so ein Hammermedikament. Ja, das ist ein Hammermedikament. Das blockt die Wirkweise vom Humira ist, das blockt die Entzündung, bevor das an der Zellwand entsteht. Ja, also ein TNF-Alpha-Blocker ist kein Spaß. Das kriegst du auch nur verschrieben, wenn du sämtliche anderen Medikamente durch hast. Und das hat natürlich auch Nebenwirkungen. Ja, zum Beispiel meine Haut, die ist viel besser geworden und ja, man will sowas nicht spritzen, wenn man das nicht muss. Okay, ich wollte eigentlich nicht so ein ausführliches Video machen, aber checkt auf alle Fälle, wenn ihr eine Autoimmunerkrankung habt, euer Vitamin D-Spiegel und bringt den durch Supplemente auf ein gutes Niveau, dass der im Normbereich ist. Und B12 zu nehmen ist ja sowieso klar als Veganer, ja. Aber lasst erstmal diesen Test machen, den richtigen, ja. Vitamin B12, Holo-TC, das ist der richtige. Okay, das war's eigentlich. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Bye bye.